Willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt. Das ist Rubin Edition von Pokémon 2003 hier erschienen in Europa. Das ist die dritte Pokémon Generation und die brachte tausende Euro von sich. Das wird unser erstes Retro Pokémon Projekt. Es erschien am 5.6.2003. Bevor wir beginnen, will ich die Texttempo auf schnell stellen. Und den Namen dann geht auch nicht. Also gut. Hier kommt ein bisschen Färbung auf den Emulator. Also beginnen wir. Sorry, das ist ein Wortmutter. Komm in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Brück. Aber jeder nennt mich nur Professor Pokémon. Das ist ein Pokémon. In dieser Welt leben Wesen, die uns als Pokémon bekannt sind. Die Menschen nehmen Seite an Seite mit denen als Freunde oder als Arbeitskollegen. Und manchmal schließen wir uns mit ihnen zusammen und tragen Kämpfe gegen andere von uns aus. Doch obwohl wir dem Pokémon so nahestehen, müssen wir nicht alles versehen. Es gibt noch viele, viele Geheimnisse über die Pokémon. Und die Mysterien in der Pokémon aufzudecken, wird mich der Forschung genau natürlich. Und wer bist du? Wir spielen den Jungen. Wie er heißt? Das ist irgendwie. Also ich habe mir jetzt überlegt, wie viel ich mich nennen soll. Also wir nennen uns gar nicht so, aber wir nennen uns den Originalnamen, obwohl ich den Namen eigentlich voll hässlich finde, Briggs. So lautet der offizielle Name. Ah, bitte Briggs, okay. Ah, okay. Jetzt habe ich, du bist Briggs und du bist gerade nach Wurzelheim bei meinem Heimatort gezogen. Gut, bist du bereit? Ein eigenes Abenteuer mit mir geht. Hab nur Mut und Mut. Stürze dich in die Welt der Pokémon. Abenteuer, Träume und Freundschaft, oder was? Komm später in den Pokémon. Dort erwarte ich. Wir sind jetzt in einem Umzugswagen. Okay, ich kann mich jetzt bewegen. Gut. Die Musik gefällt mir ganz schön. Briggs, wir sind da. Schaut, die Fahrt im Umzugswagen zwischen all unseren Sachen bestimmt im. Nun sind wir in Wurzelheim. Wie gefällt es dir? Wie soll unser neues Zuhause? Das ist idyllisch. Man kann hier sicher wunderbar leben, meinst du nicht? Oh, du bekommst dein eigenes Zimmer. Ich will das hineingehen. Ja, vorher habe ich mit meiner Macht geschlafen. Aber nicht schwert. Siehst du, Bedex? Hier ist doch auch schön, oder nicht? Die Pokémon machen für uns hier dann zu. Wir räumen alle sein und machen sauber. Also gut, ich denke nicht, dass die Masch auch wirklich sauber machen können. Das ist doch so etwas und praktisch. Bedex, jetzt immer so oben. Schaust du mal an, Spaß. Vati hat dir eine neue Wurzelbegrüßung geschenkt, vergiss nicht sie einzustellen, ja. Wir werden in diesem Let's Play alles erkunden, mit jedem Menschen, den jeden Trainer besiegen und ein gutes Poko-Team aufstellen. Also, wartet, wie spät ist es? Ich spiele das Spielchen sehr früh, also ich will es auch echt einstellen. Wartet. So, das ist hier safe. Warte, so. 6 Uhr. 4:45 haben wir jetzt. So. Korrekte Uhrzeit. Briggs, wie gefällt dir dein neues Zimmer? Oh, alles wunderbar aufgeräumt. Auch im Erdgeschoss ist alles komplett eingerichtet. Geil. Pokémon-Umzugsteile sind so praktisch. Oh, du solltest prüfen, ob dein Schreibtisch vollständig eingeräumt ist.
Ja, ist nicht ehrlich. Hey, wartet. Oh, Brix, Brix, komm schnell her. Da ist die Arena von Blütenburg für dich. Ich glaube, Dad ist im Fernsehen. Wow, mein Dad ist hier. Das war unsere Reportage über die Arena in Blütenburg City. Jetzt gehen wir weiter. In die Höhenregion. In die Burgerie. Oh, schon vorbei. Ich glaube, Vati war im Fernsehen und wir haben ihn verpasst. Schade. Ach ja, einer von Vatis Verwandten lebt hier. Professor Böck ist sein Name. Er lebt gleich nebenan. Ich kann sonst rübergehen und dich vorstellen. Ja, mache ich. Wurzel Island, ich kann mir das Ganze erkunden. Also hier ist die Route, das bist du. Wenn du das hohe Gras im Seitenrand der Pfade registrierst, so will ich Pokémon. Was willst du? Wenn du das hohe Gras im Seitenrand der Pfade registrierst, so triffst du wilde Pokémon. Du hast keine Pokémon dabei. Okay, also wenn du Pokémon dabei hättest. So. Die Musik ist ganz schön. Oh, das war wenn du einen PC benutzt, kannst du dort Items und Pokémon lagern. Die Kräfte ein bisschen schon ab. Und oh yeah. Professor Big verbringt seinen Tag in seinem Labor. Da rennt er plötzlich nach draußen in die Wildnis, um zu forschen. Wann ist Professor Big mal zu Hause? Ist er nicht zu Hause? Sieht nicht so aus. Wie? Prof. Birk? Ja, Prof. arbeitet an einer Feldstudie, also ist er nicht hier. Oh, ich weiß nicht, was eine Feldstudie ist. Man beobachtet und studiert Dinge in ihrem natürlichen Umfeld, in Feldern oder auf Bergen, anstatt im Labor. Der Prof. ist kein Typ, der am Schreibtisch arbeiten kann. Er muss einfach draußen in der freien Natur die Dinge beobachten und studieren. Also kann ich mir schon vorstellen, was er mit den Hausaufgaben gemacht hat. Also voll schmutzig geworden, also es ist schon Glück. Achso, mit dem habe ich schon geredet, okay. Was ist hier? Wurzel einmal. Ort, wie es ihn nur einmal gibt. Ja, der ist so klein, der Ort. Okay, was gibt's hier? Wer bist du? Oh, hallo, wer bist du? Oh, du bist Brix, unser neuer Nachbar. Hallo, wir haben ein Kind in deinem Alter. Meine Tochter freut sich schon darauf, mit dir Freundschaft zu schließen. Lauf doch mal die Treppe hoch. Okay, also ist sie auch schön. Das ist das hier. Das ist ein Nintendo GameCube. Ein GBA ist angeschlossen, nicht ins Controller. Ja. Bei Pokémon bei guter Gesundheit. Items verstaut. Fehlt noch. Was? Wer bist du denn? Ah, du bist Brix. Du bist heute hierher gezogen, oder? Ah, ich bin Maike. Schön, dich kennenzulernen. Ah, ich hatte nur diesen Traum. Mit Pokémon in der ganzen Welt Freundschaft zu schließen. Ich habe schon von dir gehört. Mein Vater, du Glück, hat mir von dir erzählt. Ich habe gehofft, dass du ein bisschen Glück und wir Freunde. Ist es nicht einfach? Ich habe dich doch genau erst kennengelernt. Oh nein, das habe ich jetzt total vergessen. Ich sollte Vater doch helfen, ein paar wilde Pokémon zu fangen. Glück, wir treffen uns später. Was? Also können wir ein Date verschieben? Oh, shit. Na, mach nichts. Das gehen wir in Pokémon-Abenteuer und dann haben wir ein Date mit dem Hai. Ich kann eine dieser Straße jemanden schreien hören. Was soll ich tun? Was sagen wir tun? Ihr müsst doch scheiß mal helfen. Hilfe! Oh, was ist jetzt los? Oh, wer ist das denn? Was ist das denn? Hätte drüben mein Beutel, da findest du ein Pokémon. Okay, also, wir haben die Wahl zwischen Waldgecko, Gekavor, Kükenflemli und Lehmhüpfer, Hüseruppi. Starter war alles jetzt. Welchen wähle ich? Ich wähle... Hydro. Gut, Hydrobi wählen wir. Ein wildes Häfchen erscheint. Los, Hydrobi. Geile Sache. Take it. Okay, mit zwei Schlägen ist es hier auf Tod. Biffy wurde getötet. Puh, ich habe Mondglas Pokémon Schwert, als ich angesprungen wurde. Wow. Du hast mich gerettet. Vielen Dank. Oh. Du bist doch Brix. Oh, dies ist nicht der Ort für Schwänze. Komm doch bitte rein, Lampen, okay? Du bist also Brix. Der Vater hat mir schon viel von dir erzählt.
Ich habe auch erfahren, dass du auch kein eigenes Pokémon benutzt. Aber wie du eben gekämpft hast, diese Gelassenheit in deinen Adern fließt wirklich das Blut deines Vaters. Als Dank dafür, dass du mich gerettet hast, möchte ich dir das Pokémon schenken, das du dabei benutzt. Ja, das kriegt man so. Musik in den Füßen und Spitznamen. Nö, sie sind doch kein Spitznamen. Nein! Ich will keinen Spitznamen für das Viech. Ach, keinen halt. Wenn du dich jetzt so als Pokémon beschäftigst und Erfahrung sammelst, bist du bestimmt ein verdammt guter Trainer. Mein Nachwuchs Maike studiert an der Dunkel 103 Pokémon. Also, hier ist Maike noch nicht so süß. Nö. Ach, sei doch nicht so. Sollst du dich wirklich nicht mal ein Spitzling treffen? Okay, sie ist noch nicht so klein. Genusartig! Maike wird sich auch sehr freuen. Maike soll dir beibringen, was es bedeutet, ein Trainer zu sein. Okay. Was ist mit Route 103 auf sich hat, wenn wir im nächsten Part sehen? Hoffentlich gefällt euch das Projekt. Und tschüss.